Ja, Philipp, jetzt musst du ein neues Thema suchen. Jetzt hast du uns ja so gebremst. Lass dir was einfallen. Ja. Ja. Schönes Wetter Los. draußen. Schön warm. Ja, 14 Grad zu Weihnachten, aber gut. Ja. Weihnachten ist Eigennamen bestimmt, oder? Darf man ja sagen. Habt ihr schön gegrillt? Stimmt, vielleicht, aber der Philipp ja jetzt beim Weihnachtsmarkt. Grillt haben wir nicht, aber es soll viele gegeben haben, die es gemacht haben. Oder einige. Viele. Ja, warum auch nicht, ne? Den Roster, Bratwurst, Sauerkraut, Kartoffeln. Soll es gehen. Was gab's denn bei dir, Philipp? Essen, ganz. Welches denn? Ganz. Zu Weihnachten direkt? Ganz viel, ja. Oder was? Ja, ganz viel. Nicht am ersten Weihnachtsfeiertag? Nein, zu Weihnachten. Interessant. Was heißt denn interessant? Das gibt's bei uns immer am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, du weißt das bei euch am ersten? Ja. Ist so lange nicht das bei mir nicht am... Ach scheiße, das normal ist. Brauche ich eine Kugel. Da normal. Ich habe gelesen, in Amerika, die gehen zum Beispiel zu Weihnachten zu KFC essen. Na, die haben ja auch am. Die haben ja auch Frühbescherung. Deswegen musst du da meistens so sehr lange warten am Weihnachtsabend, weil die halt um alle essen gehen. Boah, nee. Jeez. Bei mir gab es an Weihnachten Rinderrouladen, am ersten Feiertag gab es Gans und am zweiten Feiertag gab es Hase. Ich weiß sogar, bei wem es noch Rouladen gab. Ja. Und ich könnte das noch eine Woche fressen. Ah, Rinderrouladen sind was Gutes. Konntest du noch schön zocken? Ja, warum? Ja, wir haben da Theorien aufgestellt. Ja, wir haben da sehr, sehr große Theorien aufgestellt. Über Rinderrouladen? Ja. Bezweilt oder war da noch? Hä? Was? Irgendwie hier Alkohol im Spiel oder so. Nein, da war kein Alkohol im Spiel. Hat er was? Gil war im Spiel. Gil? Okay. Also wirklich im Spiel. Hat wohl noch Rouladen gegessen und der hat dann alles weggeballert. Richtig. So. Oder die anderen wurden einfach alle viel zu voll gefressen. Ja, funktioniert. Das Zeug fällt schon mal in die Kiste rein. Ach, ich könnte so einen kleinen Ofen reinfallen lassen. Oh, mir ist das Creeper auf dem Feld explodiert. Bei Philipp oben. Ja. Dann bauen wir hier direkt einen Ofen hin. Wobei. Wobei. Sinnvoller. Obwohl, der Ofen ist ja scheiße. Hier, warte mal. Ja, gut. Andere wird ja dort rauskommen. Nee, das muss in der. Ah, das muss in der Höhe sein. Das rauskommt. Ach, schon wieder. So. Ich gebe auf meine Spitzhacke irgendwie keine Behutsamkeit drauf. Bitte. Ich nicht beides gehabt. Aber schon. Naja. Ich habe nur Effizienz. Behutsamkeit und Glück geht nicht auf die gleiche Hacke. Ja, einzeln. Ja. Ja klar, ich habe ja Wiese bei mir. Ich habe jetzt Effizienz, Haltbarkeit, Effizienz, Effizienz, Haltbarkeit, nochmal Effizienz, Haltbarkeit, nochmal und Haltbarkeit und Glück. Muss mal gucken, was du für weniger XP kriegst. Kannst du ja immer ablesen. Ja. Vielleicht gibt es schon irgendwo nur Behutsamkeit. Wenn halt nur Gülle da ist, dann nimmst du das mit der wenigsten XP und nimmst das nächste halt. Oder guckst mal, was du auf anderen Gegenständen kriegst. An der Seite auf das Schwert ist Rotz und auf der Spitzhacke kriegst du irgendwas Cooles. Umgekehrt.
regnet. Philipp? Ja. So. Wird so schlecht geladen, dass man dir halt besser keine Streiche spielt. Was willst du machen? Nichts, ich frag nur. Weil wenn du sagst, ich bin heute so gereizt, dann denke ich mir gar nicht das aus. Weißt du schon, es kommt drauf an, was das für ein Streich wird. Ich sag mal so, du hast am Ende nur noch das, was du im Inventar hast, vielleicht. Nee. Was? Dann weißt du, was passiert. Was passiert denn dann? Bleib da weiter arg spielen. Du wirst nie wieder ein Spiel in Ruhe spielen können. Das traue ich dazu. Selbst die Spiele, wo ich nicht mitspiele. Ich komme und hol dich. Wer hat denn die Ender-Truhe hier ins Wasser gebaut? Ach, wer war denn das wohl? Hä? Nur Idioten. Was ist denn da so drin? Mal reingucken. Aber nehmen wir ein Zeug noch raus. Oh, so viele schöne Sachen. Ich lese es mal vor. Ja, Behutsamkeit ist drin. Behutsamkeit? Was ist denn das für ein Gegenstand? Ist das ein Buch oder ist das ein Stein? Eine Eisenspitzhacke. Eine Eisenspitzhacke? Eine Eisenspitzhacke. AI. AI? Ja. Du hast für Diamanten gefunden und würdest sie gerne damit abbauen. Die Eisenspitzhacke? Nee, na, mit der Eisenspitzhacke wirst du wohl gerne gefundene Diamanten abbauen und dann mit Glück vervielfältigen. Weiß man nicht. Wer denn? Du! Ich? Ich hab doch Glück. Du willst da eine haben. Ich hab alles. Ich brauch nichts mehr. Behutsamkeit hast du auch. Ja, das eben nicht. Ja, ich frag dich, wozu du das brauchst. Kann ja sein, du hast Diamanten gefunden und willst... Nee, für Glück habe ich ja meine Glückhacke immer mit, genau. Ach so. Grasblöcke, die kann ich ja auch noch abschrubben, wenn du welche brauchst. Ansonsten, wozu brauchen wir noch Behutsamkeit? Würde mir jetzt nichts einfallen. Ich will es ja nur haben, um es erstmal zu haben. Vielleicht die Endertruhe abzubauen. Ja, da brauchst du aber auf dir. Jetzt ist ja auf der Eisenspitze nichts. Alle Öfen wieder gut gefüllt, sehr schön. Ich denke mal, ich baue gerade Bäume ab, ne? Ich denke mal, da steht ein Bett auf meinem Baum, dabei ist das ein Philips eine Scheiße da oben im Himmel. Weil das so rot-weiß durchschimmert. So, sollte reichen. Geizig, um Cobblestone zu verwenden, ne? Wahnsinn. Ja, das ist alles noch in Arbeit. Was ist denn das hier für ein Rotz? Ach Gott. Eine Form soll das sein, Philipp, wenn du es selber nicht mehr erkennst. Funktioniert. Ja. Okay. Brauche ich das andere auf der anderen Seite nochmal?
Huch. Ach, wunderschön. Euro Truck Simulator. Wer spielt denn das, du unter Felix? Ich und Felix wollen das jetzt anfangen mal. Warum schließt er mich aus? Der fährt jetzt ohne dich los. Und wir suchen, wir haben vor uns mal überlegt, was wir so für Multiplayer-Projekte vielleicht starten könnten. Mhm. Da kam es auf Euro Truck Simulator und Ark. Richtig. Carsten kann natürlich gerne mit beim Euro Truck Simulator machen. Wenn mich keiner fragt, mache ich gar nichts. Es war ja auch gerade die Rede von wir, also. Ich wollte ja total vergessen. Wir. Was wollten wir zu zweit machen? Ja, was? Was wollten wir zu zweit anfangen? Wir hatten ja eigentlich geplant, jetzt mal Counter-Strike öfters mal aufzunehmen, ne? Ja. Und? Naja, ich habe eine 7-Tage-Sperre. Strafe bekommen. Plus danach Schule, also ich kann 3 Wochen nicht mehr spielen. Was hast du gemacht? Gekickt? Na, wir haben gekickt. Ein paar Leute rausgeschmissen. Weil wir waren gestern zu viert und wollten den 5. Mann nehmen, also haben wir den immer rausgeschmissen. Ah. Da kriegt man wohl Strafen für. Ah. Ja, aber könnt halt ihr denn nachvollziehen, dass das gerechtfertigt war oder nicht? Ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall hatten wir alle 4 eine Strafe bekommen. Neuen Account. Na, geht so einfach. Doch. Müsst ihr erstmal da irgendwie Geld aufladen können. Bloß hat er zeitlich Unterschied. Kann man seine Strafe abbezahlen? Nee. Leider nicht. Der zeitliche Unterschied bei den Strafen war ein bisschen unterschiedlich. Ja, weil bei mir aber so mal Computer abgekackt war. Oder? Philipp und ich hatten nur eine halbe Stunde, Tammy hatte 2 Stunden und Carsten halt 7 Tage. Ah. Ja, es kommt drauf an, ob du vorher schon Strafen hattest. Carsten hatte einen Tag vorher 24 Stunden Strafzeit schon bekommen. Ah. Ja, tut sich halt dann zusammenfassen. So, und ich und Philipp hatten lange keine Strafen, also hatten bloß eine halbe Stunde gehabt. Ist cooles Spiel. Hm. Ja, ist ein geiles Spiel. Richtig, richtig, richtig toll. Bietet erst noch 3 Wochen zu zocken. Also nichts mehr machen oder nur Rangliste nicht? Nur Rangliste, nicht. Aber alles andere ist ja uncool. Kannst du nichts viel machen. Bringt ja auch nichts. Noch ein paar XP. Ich krieg keine XP mehr. Ich hab schon wieder zu viel gespielt. Na gut. Na, also mein Feld ist gerade doch so ein bisschen Zweckbau hier. Das ist. Wird aber schlimmer. Was machst du da jetzt noch drauf? Ja, hier die Seite, siehst du das, die Säule? Ja, Das ist der Auswurf. Da unten drunter, die Strecke, die da rauskommt, ist eine Bahnschiene. Da liegen schon die ersten Gleise. Aber solange du es dann am Ende irgendwie noch verkleiden kannst. Ja, ich tue erstmal zweckmäßig bauen, dass es funktioniert, danach wird es schön gemacht. Werden wir sehen. Ja, das bin ich selber gespannt. Wie das fällt, das wird wohl auch mal schön. In welcher Folge sind wir denn? Wann haben wir angefangen mit Aufnehmen? Viertel oder danach? Viertel, also 3 Folgen. Wir sind jetzt 57, 56 oder 57. Müsste 57 gerade angefangen haben, theoretisch, oder? Ja. Mehr dazu in Folge 100. Die kommt am 20.02. Mensch. Schon, Mensch. Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt eigentlich gar nicht so weit weg. Ja, 50 Tage. Hm. Nee, warte, wir sind jetzt in Folge 57, in 40 Tagen. Mensch. Kann aber nicht hinkommen. Heute ist der 9.1. ist heute. So. Schule wieder losgegangen. Ob bald Wochenende. Ja, der eine Tag, wo ich mal zu Hause bin. Nie zu Hause, Philipp. Ich bin wirklich bloß einen Tag zu Hause. Komm freitags wieder und mach sonntags wieder los.